Amy, das verlorene Mädchen, nee, halt, das vorhersehende Mädchen, das verlorene Spiel. Amy ist das hier, die selber so aussieht wie ein Zombie, aber offiziell keiner ist. Und wir sind Lana oder so und die Babysitterin von Amy, wow, wie gesagt, das ist so ein Kind, das vorhersehen kann und das hat die Zombie-Apokalypse vorhergesehen. Und wir hatten vorhergesehen, dass wir hier einen Bug hatten und deshalb im letzten Spiel abbrechen mussten. Und mittlerweile funktioniert es aber wieder. So, danke. Ich bin am Gamepad mittlerweile. Und muss sagen, das Spiel ist ganz schön scheiße. Ja, muss ich auch wirklich sagen. Nämlich in dem Sinne scheiße, weil ich nicht ganz verstehe, warum man einen Charakter baut, der standardmäßig hier steht. Ich kann euch das jetzt mal zeigen, der ist gestorben. So, ich drücke jetzt nichts am Gamepad. Gar nichts. Und ich gehe. Und ich fahr. Ja, so könnte man es nennen. So. Amy ist jetzt nicht hier, deswegen mache ich das jetzt mal. So. Die haben das gleiche in der Hand. Sehr gut. Du glitschst mir jetzt nicht da hinten fest. So. Let's get out of here. Then these army soldiers started showing up. Phoenix men. They started mowing these monsters down. Just man kennt einiges verpasst. I wakes up, buried in magazines and newspapers. Everybody been evacuated. Wollen wir länger als einen Tag in diesem Zug. These soldiers locked all the freaking doors when they left, and you can't get out. I tried all of them. Then I heard you calling out for the little girl. Voll die Kinderarbeit. Ich wollte gerade sagen, das Spiel müsste eigentlich verboten werden. Das wirkt für Kinderarbeit. Ja. Warum Anweisungen? Jetzt lobt sie sich hier wieder. Ja, sehr schön. Sie hat den Knopf gedrückt. Und sie freut sich. Sie ist stolz auf sich. Mit einer Emotion im Gesicht, was noch kein Spiel vorher geschafft hat. Da war. Waren Spiele wie Heavy Rain oder L.A. Noire mit ihrer Gesichtsanimation Witz dagegen. Ups. Jetzt hast du ihn wieder aufgeschickt. Wieder mal reingeschubst. Förmlich. Was wäre eigentlich, wenn... Aber was machst du denn da? Wenn ich die Zeit mal anders totschlagen. So. Da ich ja ohne Amy nicht leben kann. Da dass Amy auch noch stirbt. Und ich ja auch noch bezahlt werden muss. Und die Ware ja auch wieder anbringen muss. Die Ware. Ja. So denken Babysitter immer. Immer die Ware gesund und heil anliefern. Und dann schleichen. Dann gibt's Geld. Falls es einen zweiten Teil geben sollte, hoffe ich für sie, dass sie endlich mal eine bessere Lichtanimation machen. Also den zweiten Teil habe ich mir ohne Scheiß sofort vorbestellt. Ja. Wahrscheinlich geht es dann das nächste Mal um Henry oder so. Henry, der verlorene Sohn. Und lass mich raten, es geht um Zombies. Dear God, what's happened here? Wenn nach diesem Let's Play sich auch überlegt, dieses geile Spiel zu kaufen. Es gibt im britischen Store für ein halbes Pfund. Slim Avi an der Hand. Versuch's ja. Und schützen. Und laufen lassen. Ich kann nicht laufen und sie gleichzeitig in der Hand haben. Ja, dann nimm einen. Komm mit, Mann. Diese. Amy in ihrer eigenen Welt sterben eigentlich.
hallo, es ist alles doof geplant hier. Das ist ein Triple. Ja, du hast Glück, wenn Engel in deiner Nähe ist, dann kämpfen wir das nicht an. Es ist hier bestimmt alles voll geil. Master-Produktion hier. Ganz tief von EA, Microsoft und DICE. Bei Story, Story Writer von, wie hieß das Spiel, was so eine geile Story hatte? Ach ja, Battlefield. Da kommen viele. Also, komisch, dass du mit einem Schlag so zu bilden. Ich will jetzt kein Software-Tool. So was ist, aber das hat man ja schon mal. Doch, hier lang. Hä? Ich dachte, es kommen tausende von Zombies, wo bleiben die denn? Es war auch wahnsinnig kompliziert, die jetzt hier alle totzuschlagen, also ohne Witz. Ach. Falls jemand dieses Pommen nun hört. Die PlayStation gibt bei dem Spiel gerade alles. Nee, ich glaube, du bist der oder PC. Oder der PC. Der überfordert mit der Elgato ist. So. Und dann. Schließen nun das Tor. Amy, do your job. Nö, ich mach's. Keine Kinderarbeit diesmal. Nee. Ist hier noch nix. Irgendwie erinnert mich das hier an die vorige Stelle. Ja, ist leicht zu verwechseln. Orangefarbener Ausweis benötigt zum Öffnen der Tür. So, also drücke ich einen orangefarbenen Ausweis ab. No door is smart enough to beat Cello with his magic key. Meister, Verbrecher hat die Tür aufgemacht. Ich fühle mich jetzt irgendwie voll cool. Weil ich immer noch nicht ganz weiß, nach Kinderarbeit aus. Wen ich hier eigentlich steuere. Oder auch nicht steuere. Weil im Moment steuere ich gar niemanden, aber ich steuere doch jemanden. Das ist kompliziert. Ja. So. Amy, mach mal was für dein Geld. Frage ich nur was. Ich glaube. Ah, da. Mal oben muss man hin. Ein Aufzug. Hm. Ja. Kein Kommentar. Ja, einfach ein Kreis musst du drücken. Gesundheit. Die hat doch gerade genießt, oder? Was macht die da? Was genau? Vielleicht musst du da runter gehen. So. Ach so. Ja, das kann man sein. Jetzt drück nochmal. Oder R1 und Dreieck. Für Befehle. Befehle. Oder schon nochmal auf die. Warte mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier oben irgend so eine Amy-Aktion ist. Vielleicht warte mal, drück mal Dreieck. Wieso läuft die jetzt weg? Drück Dreieck und jetzt hat sie. Hallo? Hallo? Bleibst du wohl da? Hallo? Die geht einfach. Ach ne, jetzt kommt sie wieder. Die Langeweile oder was? Drück doch mal Dreieck. Drück doch nochmal was. Warte mal. Amy bitten zu bleiben. Das brauchen wir jetzt alles nicht. Amy rufen. Das ist die Steuerung, gell? Die wird auch dieses Mal vollkommen erklärt. Mhm. Das, was sich andere Spiele zu viel erklären, das spart sich das halt mal komplett. Steht hier überhaupt drauf? Kann man hier mal lesen, was auf diesem komischen Dings draufsteht? Das ist ja hier irgendwie voll Hightech hier. Elevator Loading Access or Load. Ja, toll. Ladezugang erlaubt. Platform available. On the way to platform available. Okay, so jetzt bleiben wir mal hier. So, jetzt. Oder
Warte mal, schau mal, ob du hier. Man kann aber auch nicht springen oder so, oder? Schau, geh mal zu der Treppe. Welcher Treppe? Die Treppe da. Nimm dir. Hinter mir. Da, neben dir. Klar. Hier ist die Treppe. Du meinst eine Leiter? Ja. Leiter meine ich natürlich. Boah, eine Leiter hoch. Die Treppe. Okay, jetzt gibt es noch mehr Sinn, glaube ich. Ja, sinnvoll aus. Allerdings ist die jetzt nicht da drin. Kannst du irgendwas drücken. Oh. Amy, du sollst da drin bleiben, Mann. Ich glaube, das ist der Aufzug. Was hat das jetzt? Okay, jetzt sind beide. Okay, also musst du jetzt zu Amy mit dem... Oder warte, nein, du musst erst den Aufzug wieder nach unten fahren. Mann, ist das kompliziert. Ja, aber ich komme davon da drüben nicht rüber. Das ist nur so eine Plattform da oben. Ja schon, aber du musst den Aufzug ja wieder runterfahren lassen. Ja, ja. Aber wie? Ja, mit dem Knopf, den du gerade gedrückt hast. Ja, aber was habe ich dann davon? Ja, damit der Aufzug wieder runter geht und dann... Ja, aber dann ist er wieder unten und ich ist wieder genau ja wie vorher. Dann gehst du mit Amy dahin, sagst, Amy soll da warten und dann fährt Amy nach oben. Ach so. What the Fuchs. Tja, der Champion. Ja, das Spiel ist eindeutig zu kompliziert für mich. Das denkt in Wellenformen, in denen bin ich nicht mehr dabei. Mein Gott, geh doch mal ein bisschen schneller die Leiter runter, ey. Ja, ich glaube, in jedem anderen Spiel wäre sie schon von den Zombies aufgefressen worden. Bei dieser Geschwindigkeit. So, jetzt nehmen wir irgendwie nochmal an der Hand. Die meisten, die springen da einfach runter. Och, Mensch. Amy rufen. So, und jetzt Amy war. Perfekt. So langt das. Ich glaube, Amy ist mal kältet. Die ist ziemlich viel. Mhm. Viel zu viel. So, push the button. Gut erfahren, Amy. 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 Da fährt sie hoch, heißt das jetzt. Und dann drückst du mal Dreieck, wenn sie rum ist. Ich bin auch schon wieder raus. Auf dich, ey. Das hat sie sich ja besonders toll gefreut. Super. Ja, würdest du bitte mir das Ding nochmal runterholen? Hinter dem. So. Knopf. Er hat den Knopf da hinten angebaut. Keine Ahnung, jemand ein bisschen... Warum ist das sowieso sinnlos? Weil für was braucht man denn da oben irgendwas her? Also für was braucht man dann Aufzug nach oben und einen Schalter hinzubauen, der dann... Für unten für die Dinge ist das Tor. Ein Schalter, der wohlgemerkt selber eine Plattform höher ist. Oh. Nee. Ich weiß nicht, warum ich jetzt dann dauernd X fürs Schnelllaufen drücke. Ich bin GTA gewohnt. Meine Fresse, ob die in Sport auch nur so schnell waren? Ich glaube, im Bootcamp hätte sie nicht viel Erfolg. Ja. Ich sag mal, jetzt holst du wieder Amy. Was ist denn jetzt der Fettsack hin? Also, Der ist schon durchgelaufen. Ja, und wieso? So, Bock durchlaufen. Sollte ich vielleicht auch hin. Und Amy muss dann noch nehmen, sonst bleibt sie ja da stehen. Da war ja was. So. Was mit Amy? There are soldiers in the area. I'm gonna see if we can get some help. You two stand back now. I'll take care of this. We're not sick. They're gonna see that. Marcello, we don't know who they are yet. Hush now. It'll be okay. You two hide, just in case it goes wrong. Amy, verstecken. Oder wir beide. So, bleib da. Oder du auch. So. Lust auf was du musst zu essen? Dich anscheinend hast, du noch, hast du noch Zeit? Drei. Auch sehr interessante Kopfform da drin. Auch ein ganz tolles Versteck eigentlich. Ich kann den Kopf bewegen. Geil. Und der Kopf bewegt sich mal nicht automatisch. I'm not in
unlogisch. Ich würde, er wird jetzt erschossen. Ja. Und wir haben wahrscheinlich jetzt Akt 1 erfüllt. Wahnsinn. Das geilste Spiel ever. Erwartet euch im zweiten, im dritten Teil zu Amy, die Simulation. Die Kindersimulation. Genau. Bis dahin, passt gut auf eure Kinder auf. Mhm, und keine Kinderarbeit. Genau. Und es gibt Prügel. Okay. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschaußen.